kann man denn... Ja, bitte? Wie kann man was? Was wollte ich jetzt sagen? Weiß ich nicht. Warte, irgendwann kurz. Ja, man konnte am Anfang auf jeden Fall die Dinger hochheben, wenn jemand drauf stand. Vor allem, auch wenn man selbst drauf stand. Nur indirekt. Wenn man selber drauf stand, nicht. Man konnte aber zwei Dinge stapeln und dann das untere anheben, wenn man drauf stand. Vielleicht geht das ja noch. Du kannst... Warte, ich hol das mal her. Oh. Ups. Das war... Guck mal, ich habe eine Kanone. Warte mal. Mal was ausprobieren. Nein. Mensch, muss mich schon lassen hier. Warte, guck mal. Kanone. Ja. Weg. Wie weit kann man die alle wegmachen? Oh, guck dir das mal an. Siehst du die Kanone? Ja. Blob. Nö, geht nicht. Ich kann jetzt den unteren Block nicht anheben. Nö, nee, tatsächlich. Nö, nee, so. Gut, man kann ein bisschen pushen. Übrigens, mit F zauberst du deinen Block herbei. Ah. Und wenn du, wenn du so einen Block nur einfach mit dem Rechtsklick anpackst, dann hebst du ihn über dich rüber und hältst ihn so. Dann kannst du ihn einmal mit links anklicken und dann schubst du ihn nach vorne, aber... So. Ja. Ah, okay. Wie kommen wir hier hoch? Durch das Boot. Sicher? Ja. Ich habe die ersten drei Level habe ich schon gespielt. Damit ich gucke, wie es so läuft und ob das überhaupt machbar ist für uns. Trotzdem nicht. Na gut, das ist auch wieder richtig. Warte, ich finde den Weg nicht. Da hast du jetzt Spaß dran, ne? Räum auf! Hey! 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 Die gehört hier rein. Da, ins Loch. Da gehört die hin. Okay. Mal sehen, ob sie hier entlang sind. Ups. Wäre ich ja fast runtergefallen. War hier nicht was? Da. Wusste ich doch. Was machst du da? Außer rumbacken? Ich hatte mich in der Wand festgebacken. Hobby von mir. Huhn kann man aber nicht schleudern, oder? Nee. Nö. Hm. Oh, hier unten ist ja noch was. Hi. Holst du den Kram? Ja, wunderschön. Hallo. Ach ja. Ja, das ist so ähnlich wie bei Portal, ne? Ja. Ich vergesse immer den Grundsatz der Spielmechanik. Dann hätte ich einen besseren Blick auf den Strand. Vielleicht sehe ich dann die Schildkröten und Margaret und die Kinder. Bist du rüber? Nein, 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 nein! Tschüss! Warte, warte, warte. Kann man das auch drehen, die Sache? Wüsste ich jetzt nicht wie. Kleines Päuschen oder was? So. Ziel erreicht. Wir bleiben hier. Hier ist schön hier. Dieses Schädeltor ist fest verschlossen. Aber ich will da durch. Das ist ja blöd, wa? Ja. Und mal hier die Kiste hinpacken, wa?
Dann pack doch mal die Kiste dahin. Ich pack meine dahin. Jetzt leuchten die Augen. Habe ich auch irgendwie geschafft. Aber zu zweit geht halt alles besser. Oder kannst du zwei Kisten machen, wenn du alle... Eine. Da habe ich mich verguckt. Da ist aber was. Was ist hier? Da ist ein Knopf. Voll das Secret gefunden. Geil. Ich bin so ein Secret-Finder. Ja, bitte? Ich hab mich eingesperrt. du bist so ein Kacknoob. Nein, lass mich machen. So, jetzt geh rüber. Geh raus. Easy. Easy, genau. Das ist auch das Wort, was mir eingefallen ist dazu. Ich hatte mich gerade oben ein bisschen eingesperrt. Kommst du her zu mir? Na, warte. Ich kenne den Weg nicht. So, stell dich rechts rein. Geht das hier weiter? Ach nee, Quatsch, Entschuldigung. So. So. Ja, hier war ich ja gerade. So. Ach, das geht nach hinten raus. Ich habe mich hier eingesperrt. Ja, 3D und so, ne? Oh Gott. Und da sind die Schildkröten. Die wollen bestimmt neue Kröten machen. Oh. Krötensex. Oh, was ist das denn jetzt? Das Artefakt der Seele. Wie schön, dass du da bist. Tach. Danke nochmal für die magischen Kräfte, die du mir verliehen hast. Und für die tollen Abenteuer. Wenn es dir ums Geschäft geht, tut's mir leid. Es ist nämlich gerade schlecht. Ich mache zum ersten Mal Urlaub mit meiner Familie, seit du und ich uns getroffen haben. Tja, das scheint dem reichlich egal zu sein. Kannst du bitte kurz warten? Das Schaf hier muss zu seiner Familie zurück. Oh nein, das arme Schaf kommt nicht zurück. Oh, nein. Gerade ein ziemlich ungünstiger Zeitpunkt. Oh. Oh, Mist. Siehste, war eh egal. Das arme Schaf? Der Juwel, hallo. Achievement Unlock, I like turtles. schön. Ach ja, diese Dreiecke, die brauchen wir hier für so Bonuskapitel scheinbar. So diese kleinen Dinger. Diese kleinen. Hm. Ich finde das so gut gemacht mit diesem Spielbrett hier, ne? Diese Karte, ne? Das ist der Hammer. War cool. Also da links, da wo du bist, 150 haben wir ja bald. Wo siehst du denn eine Zahl? Ach so, siehst du die nicht, wenn du da richtig drauf stehst? Oder welche Zahl meinst du? Mm-mm. Passiert nichts? Ich sehe nichts. Oh, nein. Okay. Oh, guck dann. Mal. Guck mal. Du kannst die Schildkröte anschießen. Die bewegt sich da sogar. Was? Das ist ziemlich cool. Oh, warte mal. Geht auch nicht. Kann dich auch nicht anfassen. Haha. Ich kann's auch nicht anhaken, wenn du es abhältst. Ja. Ja, guck mal. Lustig gemacht, auf jeden Fall. Ja, machen wir weiter. Nicht zum ersten Mal mussten unsere drei Helden aus heiterem Himmel ihre Pläne ändern. Denn aus großer Macht... Richtig, zum dritten Mal. Das Artefakt der Seele besaß arkane Kräfte der Wiederauferstehung. Deswegen kann sich Zoe ja auch so bewegen wie Spider-Man. Unsterblich waren... und große Taten vollbringen konnten. Wie passend, dass er gestern revealed wurde. Wurden sie nicht gefragt, ob sie es überhaupt wollten. Ich verstehe noch immer nicht, wie die Magie des Trine funktioniert.
Oh, jetzt können wir sogar wechseln. Ist echt ja. Anstrengend, ständig sein normales Leben. Und, weil ein magischer Kerzenhalter unser eins mit Vorliebe Hals über Kopf in irgendwelche Abenteuer... Es kann auch immer nur einer von jeder da sein. In einer waghalsigen Rettungsaktion. Du möchtest Doria spielen, nehme ich an. Wir sind hier in der Nähe der Astralakademie. Kein guter Ort für ein Abenteuer. Nehme ich das richtig an? Hier habe ich schon alles mitgehen lassen. Ja. Dachte ich mir. Aber wir können uns auch gerne abwechseln und so. Ich spiele super gerne den Magier hier. Den finde ich ziemlich cool. Den Magianer. Den Magianer? Ich habe hier ein Geschenk für dich. Au, au, au. Ich finde das so geil mit dem Anhaken. Hä? Was du damit sollst? Nix? Ja, das ist ein Geschenk. Das nehme ich jetzt mit. Ja, dann zerschmetter mal mit meinem Geschenk das da. Danke. Haben wir denn hier hinten noch was? Ach ja, da war ja was. Zack. Ich merk schon. Da? Aber das nächste Mal suche ich mir gute Leute, wenn ich zusammen spiele hier. Und mache hier ganz alleine. Ich schweb da drüben so rum, das ist nicht so cool. Wie soll ich denn da jetzt hinkommen? So. Zum Beispiel. Hab ich gut gemacht, ne? Das ist der Hammer. Na, jetzt sag mal alleine. Leute aus Magien können sowas nämlich. Jetzt kommt mal die Fresse so voll, ne? Ist das geil. Ah. So. Ich hab hier die große Klingelglocke gefunden. Die große Klingelglocke? Was ist denn das hier? Das Safe Games, oder? Ja, ja, das ist irgendwie der Checkpoint. Also ich glaube, wenn wir jetzt alle... Also... Ja. Wir können ja auch mal was ausprobieren. Ich will nicht sterben. So. Das war doch nur Spaß. Nicht zum ersten Mal mussten unsere drei Helden aus heiterem Himmel ihre Pläne ändern. Denn aus auf den großer Host, Macht auf die Entscheidung vom Host war große Verantwortung. Oder Spiel verlassen. Ah, schön. Okay, also das sind auf jeden Fall die Safe Games. Ja. Oder es ist einfach genau zu. Oh, oh, siehst du? Siehst du? Da bin ich nämlich das letzte Mal nicht rangekommen da oben. Ohne den zweiten Spieler. Darf ich mal? Na, kann ich auch. Lass doch mein Ding los. Ich wollte gar nicht an dein Ding. Guck, ich kann das auch. Willst du jetzt, dass ich das Ding hier halte? Hier vorne? Ne, du kannst es mal vorschieben, genau, oder? Oder? Letztes Mal ging das doch. Ist denn zu dir? Passt nicht. Doch, jetzt geht's. Nein. Schnell durch. Scheiße. So. Egal, ich will erstmal da hoch. Das ist easy. Warte. Ah, ich weiß wieder so. Hack dich oben dran. Ich mach den hier unten schon mal fertig. Geil. Guck, ich kann die Tür unten alleine aufmachen. Ja, letztes Mal habe ich es auch mit Zoya irgendwie alleine geschafft, aber diesmal hat es irgendwie nicht gereicht mit dem Seil, komischerweise. Natürlich. Ja, einmal da drüben. Das erschien auch sehr sinnvoll. So, Tauri, Tauri. Und einmal auftauchen.
Und da unten geht's dann noch weiter. Wo geht's denn da hin? Warum führt der Weg zur Astralakademie durch einen Lilienteich? Wegeplan. Schon wieder das. Leider nicht zum Lehrplan. Super krasse Secret hier gefunden. Mit mega den. Ich muss erstmal hier voll die krassen Secrets finden und so. Ich bin der Secret-Finder. Außerdem bin ich gerade so ein bisschen nass. Verstehst du? Ups. Ich möchte das nicht. Warte. Geh weg da. Aua. Jetzt können wir durch. Oder auch nicht. Da komme ich nicht rüber. Warte, halt dich an dem Dicken fest. Du warst zu langsam. Ich wollte das komplett runter. Danke. So. Jetzt kommt doch einfach rüber. Genau. Ja. So, wir sind voll das gute Team. Guck mal, ich kann hier unten drin stehen. Das ist cool, oder? Also ich weiß nicht, wozu die Spikes da sind, aber Schaden machen sie nicht. Zumindest mir nicht. Mir schon. Ich möchte gerne nach da hinten. Wobei, warte mal. Hier oben ist doch noch was. Aua. Sitzt da vorne dahin oder was? Hier drüben ist noch was. Komm ich da hin? Nein! Nein, komm ich nicht. Okay. Ich bin mir sicher, dieses Ding soll sowas von nicht dazu genutzt werden, mich zu Hans festzuhalten oder so. Glaube ich auch nicht. Aua, aua. Dafür soll es nämlich genutzt werden. So. Hoppala. Wo komm ich denn hin? Oh. Ja. Autopunkt. Was? Windmühlen? Ja. Kenn ich nicht. Ja. Guck mal, Boss Battle. Boss Battle? Ja. Oder was meinst du, wonach er aussieht? Er sieht ein bisschen aus wie der im Vorschau-Video. Meinst du? Im Intro? Ich bin mit meiner Kiste erschlagen. Nee. Du solltest mal auf die rot leuchtenden Stellen losgehen. Bam. Guck mal, jetzt hat er keinen Arm mehr. Also einen noch. Ist das gemein oder ist das gemein? Ins Gesicht. Ich will dich nicht enttäuschen, aber das Ding hilft nicht viel. Meinst du nicht? Nein, ja. Ich bin ein mächtiger Kistenmagier. Du bist ein mächtig toter Kistenmagier. Stimmt mit die Kiste. Eine seltsame Wolke strömte aus dem leblosen Monster. Die Kiste war es gebracht. Und flüchtigte sich nach kurzer Zeit. Oder es... Schwarze Zauberei! Seht ihr? Ja, ist das Magier so unnütz, das Monster, ne? Es besteht aus Abfall... Unheimlich. Ja, ein Abfallmonster fände ich auch unheimlich. Puh-Golem. Ich habe eine Idee. Geben wir doch dem Troyen einfach unsere Kräfte zurück, dann wären wir wieder frei und ganz normale Menschen. Freiheit. Das klingt verlockend.
Die Helden ja, super. Ihre Kräfte ja. Durch Berühren des Artefakts ja, erhalten. Ja, alles klar. Ja, funktioniert nicht. Scheiße. Scheint nicht zu klappen. Der ist ein richtiger Blitzmerker. Stellt euch vor, dass ihr eure Kräfte zurückgebt. Wie wär's, wenn ich dem Ding einfach einen Pfeil ver... Ich mag die halt einfach, ne? Ich meine, das ist halt nicht bescheuert. Ne? Was ist er denn, ey? Ein Pösling. Es ist schlimmer gekommen, als ich befürchtet hatte. Die Wolke fliegt zur Akademie. Das Ding ist zusammenpuckeln. Na toll. Und jetzt ist es noch schlimmer. Das bedeutet wohl... Wir folgen ihr! Das ist aber der typische Magier-Charakter, ne? Pontius ist doch so richtig dein Charakter eigentlich, oder? So vom, vom menschlichen her? So ein bisschen, ja. Captain Obvious, meinst du?